wir vernichten heute Cuphead. Spielen wir überhaupt Cuphead? Nee, wir spielen Evil West. Was auch immer wir spielen, wir vernichten es, weil wir ungeschlagen in Videogames sind. Und wenn mir nichts Besseres mehr einfällt, danke ich, dass du da gewesen bist. Und aus meinem Augenwinkel sehe ich... Der Hund hat auf den Teppich gepisst! So lobe ich mir die Gegner. Schwieriger kann es schon gar nicht mehr werden. Guck mal, habe ich hier Probleme. Mann. Wenn das nicht der schwierigste Gegner aller Zeiten ist. Währenddessen kann ich euch mal erklären, dass das im Intro gerade kein Popel an meiner Nase war. Sondern ich hier wirklich ein verfickt graues Haar habe. Direkt unter meiner Nase. Seht ihr das? Das sieht einfach nur scheiße aus. Aber ja, das ist mein Gesicht. Ist das geil. So skippt man hier die Bossfights. Ich hoffe, das wird gepatcht, aber das werde ich nicht mehr erleben, weil da bin ich schon längst raus aus dieser Passage. Fahr zur Hölle, du Ausgeburt der Nacht. Tschüss. Jetzt steht der Clown da schon wieder. Was will der jetzt von mir? Können wir damit fahren? Oh, wie in Indiana Jones. Das wollte ich schon immer mal machen. Yes. Einfach so Suicide-mäßig in das Gerät setzen und heizbrecherisch ohne Bremsen rausfahren. Okay, was müssen wir machen? Das Ding da abschießen. Okay, schaffen wir. Schaffen wir! Zu spät. Oh ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Say hello to my little friend! Oh, ich hab's verkackt. Oh mein Gott, wo ist die Waffe da? Shit. Na gut, das schneiden wir raus am Ende. In jeder Ecke könnte was Wichtiges sein. Wir gucken uns jetzt um. Sogar auf den Lokus wird geschaut, ob hier irgendwas ist, was wir noch verwerten können. Aber hier scheint nicht so zu sein, als ob irgendwas ist. Oh, Pferde. Boah, sind die abgemagert. Holy Jesus. Kriegt ihr keine Hafer zu futtern? Wollt ihr aushalten? Vielleicht sollte ich mir aus eurer Haut hier irgendwie kugelsichere Weste machen. Oder seid ihr schon Untote? Seid ihr Zombie-Pferde? What the fuck halten die aus? Juckt ihr nicht mal. Es ist der Moment gekommen, auf den eigentlich jeder Mann mal gewartet hat, seinen eigenen Vater zu töten. What did he say? Just kidding. Or am I? Oh, ist der schnell. What? Der hat wohl ein paar Red Bull Indus, aber wir... machen wir überhaupt Schaden? Das sieht nicht so aus, als ob wir Schaden machen. Wow! Wir kämpfen gegen den Fürsten der Finsternis. Wie soll er aufhören, so viel zu labern, Junge? Wie er da einfach steht und das tankt, weißt du? So richtig, richtiger Disrespect. Ich schieße alles rauf, was ich habe, und er steht einfach. Mit verschränkten Armen da. Oh mein Gott, ich muss mich eigentlich heilen. Ich muss mich heilen! Wo ist der Knopf zum Heilen? What? Give me a break! Oh mein Gott, wie der abgeht, Alter. Oh, meine Fresse, ich spiele hier gleich mit Sonnenbrille. Am besten mit Schweißerbrille. Der flasht mich hier in einer Tour. Und ich mach so gut wie keinen Schaden auf die. Guck mal, wie wenig Energie der verloren hat. Mein ganzes Repertoire wird darauf geballert. Er sagt sich auch, that's not even my final form. Was ist das? Aber es ist zumindest leicht auszuweichen, sagte ich und krieg direkt eins in die Fresse. Ah, aber solange er da hinten nur steht, das ist mir lieber, als wenn er das macht. Genau. Ay, Digga. Ich werde blind nach dieser Runde hier. Ah, was ist das? Mein Gott, der verzögert ja mehr als mein Verzögerungsspray in der Kiste. Oh. Stop it, Dr. Octavius. Hab Erbarmen. Ich bin Peter Parker. Ich bin Ihr Student. Erinnern Sie sich? Shit. Warum ist er so stark? Oh mein Gott. Ja, wie soll ich das denn im Dunkeln ausweichen? Wo ist der? Das ist so ein Abfuck. Okay. Das ist dafür, dass du mich im Kindergarten nicht abgeholt hast. Mir kein Butterbrot geschmiert hast. Da sind so viele. Wie soll man dem ausweichen?
Das ist so ein... Okay. Jetzt haben wir dich mal wieder soweit. Komm, 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 komm. Noch ein paar aufs Fressbrett und dann... Ah, shit. Ah. Wo ist er? Oh, ich konnte ihm ausweichen. So, Katzi, drücken wir weg. Denn jetzt wird's richtig abfuck. Wenn es vorher noch nicht abfuck genug war. Stop. Boah, der ist ja... Der ist ja schneller zu Gange als ich, wenn ich 3 Wochen nichts mehr in der Richtung unternehme. Nicht jetzt sterben. Nicht jetzt sterben. Kann auch noch was anderes machen, außer seine komischen roten Feuereier durch die Gegend schießen. Oh, jetzt habe ich ihn. Na, geh hin. Komm, 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 komm. Yes, das hat gegen sich mal ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt hier. Komm, 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 komm. Ich habe alles raufgehauen. Das hat ihn kaum gejuckt. Oh, Digga. Stop! Stop, stop, stop! Eieieiei. Warum warst du nicht so krass stark? Als du noch mein Vater warst, weißt du noch damals? Ja, trotz technischer Schwierigkeiten mit der Kamera haben wir ihn denn doch besiegt. What the fuck war das schwer? Was ist das jetzt schon wieder? Hä? Oh shit, hat er eine Minigun oder so? Ne, da gehen wir nicht lang. Dann folgen wir mal den Weg hier runter und gucken uns... Du kannst nicht mal. Da gehe ich nicht hin. Ich muss sagen, auch wenn das jetzt sass klingt, als Kind hat sie mir besser gefallen. Sass? Oh mein Gott, bitte kennt ihr mich nicht. Ihr wisst genau, wie ich das meine, weil das hier ist ja wohl... Uff und und alles dazwischen. Wie? Kann die sich so schnell bewegen? Die wiegt gefühlt 500 Kilo. Ha. Und läuft schneller als Sonic. Wo ist sie? Wo ist sie? Woohoo. Komm, komm, komm. Ja, wir haben sie, glaube ich, irgendwie getriggert. Oh mein Gott, nein, was jetzt? Oh shit. Shit, shit. Wo ist sie? Oh mein Gott, ich bin gerade ein bisschen überfordert bei diesem Kampf. Okay, okay, wir müssen auf die goldenen Kreise achten, sagte ich, und bin tot und ich habe eine Kreise. Es ist doch nicht mehr so viel. Es ist doch nicht mehr so viel. Ha. Das war mehr Glück als Verstand. Ich weiß nicht, wie man diesen Move ausweichen soll. Oh, jetzt springt sie da wieder hoch und macht ihre... Ja, war so klar. Okay, das haben wir vorbereitet. Aus den goldenen Kreisen raus. Aha! Okay, wir triggern noch eine Cutscene. Das heißt, sie ist immer noch nicht fertig mit ihrer Verwandlung. Holy Jesus. Also langsam wird's lächerlich. Ich meine, das war so eine zierliche kleine Prinzessin, 40 Kilo schwer oder so, und jetzt ist das einfach mal der Endgegner von Hulk. Oh, voll in die Fresse. Oh ja, Baby. Du stehst aber auf häusliche Gewalt. Boy, that escalated quickly. Ich find's nicht so. Er ist ein riesengroßes Viech. Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich würde sagen, es tut mir leid, dass ich deinen Vater getötet habe, aber es tut's nicht. Mir tut leid, dass ich nicht dein Vater war. I feel what I mean. Okay, wir werden schon wieder komisch. Wir lassen's. Wow! Jesus Christ. Kannst du mal ein bisschen chillen? Ich bin nur am Rumrollen, das ist wirklich wie Dark Souls hier. Rollen, schlagen, rollen, schießen, rollen, rollen, rollen. Ah, falsches Timing. Ah. Ja, das hat uns ein bisschen... Ah. Ich weiß nicht, wie ich das überlege. Eigentlich hätte ich schon längst tot sein müssen. So wie die hier abgeht. So, jetzt aber ran an die Organe nochmal richtig schön die Milchzähne ausprügeln. Yes. Noch so ein Ding und wir haben es.
Ich muss kurz warten, dass die Heilung wieder da ist. So lange muss ich es durchhalten. Ha! Yes. Ab jetzt sollte es machbar sein. Ah! Direkt wieder verbraucht. Ey, ich wollte es mal nicht aufbewahren. Oh, Jesus Christ. Ey, wenn man sie so normal trifft, macht sie auch überhaupt, weiß nicht. Das ist, als ob ich, keine Ahnung, einen Zahnstocher auf sie werfen würde. Während sie hier mit irgendwelchen Feuer... Bolzen auf mich wirft. Oh, ja, ja, ja. Komm, bist du tot? Bist du bitte tot? Oh. Wow. Wieder ein Spiel geschafft. Das war wirklich hart. Ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so hart ist. That's what she said. Okay. Ja, das war irgendwie komisch. Wer schießt hier auf mich? Von wo? Was ist denn das? Wer schießt hier auf mich? Was ist das? Unsichtbare Gegner! Ah, ah, ich bin gleich tot! Was ist das für ein Scheiß? Let me live! Wo seid ihr? Ihr Blutsauger!